Viele Menschen, die eine Hotline anrufen, landen hier bei SMT in Potsdam. Die SMT Deutschland AG ist eines der größten Callcenter in Deutschland und wir sind hier am Standort Potsdam ungefähr 2800 Mitarbeiter. Den Schwerpunkt meiner Ausbildung zur Servicefachkraft für Dialogmarketing finden wir hier bei der Kundenbetreuung für Mobilfunk und DSL. Wir arbeiten mit Headset und Computerprogrammen, die uns die Kundendaten anzeigen. Mit jedem neuen Projekt erhalten wir einen Gesprächsleitfaden und eine Schulung. Herzlich willkommen bei Ihrer Kundenbetreuung. Sie sprechen mit Evelyn Kasch. Was darf ich für Sie tun? Schönen guten Tag, Frau Müller. Im Rahmen meiner Ausbildung durchlaufe ich mehrere Bereiche, zum Beispiel die IT, Personalabteilung und das Projektmanagement. Ich habe diese Ausbildung angefangen, weil ich bereits in diesen Job reinschnuppern konnte. Sehr viele Erfolgserlebnisse hatte aufgrund von verschiedensten Menschen, verschiedensten Emotionen. Und ich dachte, ja, das ist die Ausbildung, die du machen möchtest. Darin fühlst du dich wohl. Jetzt bin ich im Bereich der IT. Dort bin ich im Support eingeteilt. Das heißt, ich achte darauf, dass hier alles funktioniert. Zum Beispiel Maus und Tastatur auswechseln. Die Azubis sollten einen Schulabschluss haben. Das ist uns wichtig. Die sollten PC-Kenntnisse mitbringen, sollten ganz gut in der Rechtschreibung sein. Leidenschaft gehört dazu, weil nur wer selber brennt, kann auch andere anzünden. Und Spaß an der Kommunikation und am Umgang mit Kunden. Also wir wollen engagierte Azubis, die eben auch mit offenen Augen durch die Welt laufen. Die SNT ist einer der Top 3 in der Branche. Wir sind stolz darauf, Qualitätsmarktführer zu sein. Und wir sind im Verband engagiert, das heißt, wir unterstützen ganz klar den Ehrenkodex der Callcenter-Branche. Für die Mitarbeiter gibt es umsonst Tee, Wasser und Kaffee, eine Telefonkarte, Gesundheitsmanagement und SMT bietet für seine Mitarbeiter reichlich Events. Mein Ziel ist es, nach meiner Ausbildung mindestens die Position eines Teamleiters zu erreichen. Ja, ich habe vor 3 Jahren angefangen, selber hier in der Kundenbetreuung am Telefon als Kundenbetreuer zu arbeiten und habe dann auch hier im Bereich für den technischen Support gearbeitet und habe ich eine Weiterbildung gemacht zum Teamleiter und arbeite jetzt auch schon seit 3 Jahren als Teamleiter. Während meiner Ausbildung fühle ich mich nie allein gelassen. Ich habe, egal in welchem Bereich ich bin, immer einen Ansprechpartner. Mach es in Brandenburg!